Okay. Mit dem geht's jetzt aber erstmal in die Werkstatt. Also, nee, in den Tuning London. Denn ich möchte ja die letzten Tunings bei dem noch machen, die ich jetzt machen kann. Hoffentlich. Und dann mal sehen, ob ich es wage, den Viper zu tunen. Wie komme ich immer auf Viper? Die Corvette. Getriebe ist was Neues. Haben wir aber schon. Das Fahrwerk haben wir auch schon. Ist auch nicht neu. Ah, Bremsen sind neu. Haben wir aber schon. Und Turbo haben wir schon, ist aber gesperrt für den Wagen. Naja, dann ist jetzt die Frage, wie viel wir bei der Viper noch tunen könnten. Bei der Corvette. Wie komme ich denn ganz schnell auf Viper? Ein bisschen beeindruckt davon wahrscheinlich. So, ich wollte jetzt nochmal in den Laden gehen. Wenn ich mal rausfinden würde, wo der ist und wie man da am besten hinkommt. Ah, ich fahre geradeaus, das geht ja. Dachte ich zumindest. Moment mal. Ah ja, gut, der andere Weg wäre genauso lang. Alter, wieso muss der so weit weg sein? Ha? Ist ja echt bekloppt. Ist ja echt bekloppt. Boom. Wie kommst du darauf, dass ich mit 60 km/h so langsam bin? Hä? Wie kommst du da drauf? Kann ja gar nicht sein. Ich bin nur garantiert viel zu schnell für diese blöde Radarfalle. Hat ungefähr 25 Nullen vergessen oder so. Na, was soll's. Okay, dann gucken wir mal, was wir uns jetzt mittlerweile leisten könnten. Fangen wir an mit dem Lexus IS 300, Fiat Punto, Chevy, Cobalt, Golf GT, Audi TT. Den kann ich... Wieso haben wir den eigentlich nicht gewonnen? Ist ja egal. Ein Audi A3 Quattro. Mitsubishi Eclipse. Wow. Da muss unbedingt ein Karosserie-Kit dran. Audi 4. Eine komische Kutsche. Sieht aus wie Quattro. Sieht aus wie so Familienteil. Der Supra. Hatte ich den nicht? Sekunde, hatte ich den nicht? Ich glaube, ich habe den. Der Volvo Clio. Kommt das hin? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das heißt. Mazda RX-8. Ist schon ganz hübsch. Das ist ein Chrysler, glaube ich, CTS, weiß ich nicht genau. Ford Mustang GT. Da sieht meiner schöner aus. Der Mercedes, den könnte ich mir auch holen, ohne Probleme. Ach nee, warte mal. Apropos Kosten. Irgendwie stimmt da was nicht. Annehmen. Abbruch. Ich krieg den Preis nicht angezeigt. Sekunde mal. Irgendwas stimmt ja doch nicht. Ich will die Preise von dem Wagen sehen. Oh doch. Das waren die Preise. Hier, dieses Vauxhall. Das kenne ich aus England. Na ja, gut, Porsche, das kennt jeder. 60.000 dafür. Nein. Ist okay. Ein Subaru WRX STI Impensa. Keine Ahnung. Ein Mazda RX-7. Ach, da waren wir schon. Ach nö, waren wir gar nicht. Mercedes CLK 500. Ein Lotus Elise. Auch ein sehr hübscher Wagen. Ein Aston Martin DB9. Auch nicht schlecht. Porsche, naja, interessiert mich nicht so wirklich. Eine Viper SRT10? Sekunde mal. Viper SRT10, den fährt doch der andere, den Gallardo?
Turbo S, eine Corvette C6, den kann ich mir auch schon holen. Der Mutiolado, den kann ich mir noch nicht holen. Sieht auch schon um einiges gefährlicher aus als der andere. Ford Mustang GT, ein Ford GT. Die sieht auch sehr schmuck aus. Ein Mercedes-Benz SLR McLaren Carrera GT ist der höchste. Porsche Carrera GT finde ich jetzt annehmbar. Nicht so hässlich wie der andere. Warte mal, 3. Und was ist, wenn ich mir eine 2 und 1... Oh Gott, kriege ich dann automatisch... Ich war noch nie so weit. Ich weiß nicht, was da passiert. Das ist das Problem. Okay, So, Unterschlupf. Jetzt wird erstmal geguckt, ob die Corvette noch was zu tunen hat. Ansonsten muss ich nochmal mit meinem Evolution Lancer losfahren. Ja, Kurvenkontrolle, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Werden wir auch noch machen, wenn ich den Wagen dann, also nicht entscheiden sollte, den Wagen zu fahren. Aber ich denke nicht zwingend. Checken wir mal alles ab. Hat er, aber ist gesperrt für mich normalerweise. Hat er. Fahrwerk. Hat er. Nitro. Ah, da wird noch was hochgehen. Reifen. Das hat er auch schon, das Maxi. Mann, ich bin viel zu schnell für dieses Spiel. Bremsen hat er auch schon alle. Und mal sehen, was der Kompressor sagt. Hat er auch schon. Wie wird das alles entfernen? Ist eins. Ich meine, ja. So. Ja, das Tunen lohnt sich bei dem Wagen gar nicht, weil der alles schon hat. Bis. Doch, der hat schon alles auf Maximum, so wie ich das gesehen habe. Und da scheint wohl der Galado doch besser zu sein. Ich müsste das mal in einem Rennen testen. Mache ich aber nicht mehr heute. Ich muss die unbedingt mal vom Fahren her vergleichen. Am besten dasselbe Rennen fahren oder so. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte mein Auto tauschen. Nicht in die Blacklist sein. So, da haben wir den hier. Und den muss ich unbedingt weiter aufrüsten, weil bei dem will ich noch die 4 Millionen, wie viele Millionen als Kopfgeld hatten? 2, 3, keine Ahnung wie viel. Auf jeden Fall noch einiges an Kopfgeld wird er mir einfahren. Und deshalb, muss ich den noch ein bisschen tunen. So, das wollte ich eigentlich. Ups. Oh, ich bin zu früh verflucht. So sehr auf das Fahrzeug konzentriert, dass ich ganz vergessen habe, dass der Weg ein ganz anderer ist, als ich gedacht habe. Schön ist schlimm. So, Motor ist leider gesperrt. Muss ich gegen die 3 gewinnen. Ein Getriebe. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Getriebe haben wir schon voll. Nitro haben wir auch schon voll. So. Reifen haben wir auch schon. Bremsen. Da haben wir noch ein bisschen was. Turbo. Ah, müssen wir auch gegen die 3 fahren. Aber an sich, Kosten der Teile. Wow, ha. 102.000. Das ist schon heftig, nur für 2 Teile. Aber okay, was soll's. Und jetzt tue ich auch mal was an der Optik. Okay, da muss ich erstmal die Winlays runter. So, jetzt ist er erstmal weiß. Was haben wir noch? Zahlen. Lack. Okay, Teile. Karosserie-Kit gucken wir dann mal. Das sieht aus, als würde er irgendwie Boden knutschen, wie so ein Frosch.